Hallihallo, heute mal wieder ein Video-Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis, Warnung vor Einsetzung des Programms Duplicity. Nun, eigentlich ist es ja mittlerweile, zumindest in der Upstream-Version, aufgrund eines Hinweises von mir, gebugfixt, was weitaus schwerere Fehler betrifft. Aber man ist nicht unbedingt bereit, jeden meiner Hinweise zu folgen, deshalb ein Hinweis an euch. So, was ist das grundsätzliche Problem? Duplicity ist eigentlich ein Programm, das man von der Kommandozeile aus startet und dort etwas eingibt. Und da liegt die Krux. Dort sagt sich das Team von Duplicity, wenn du da was eingibst und das, was du eingibst, führt zur Ausführung eines ungewollten Kommandos, dann bist du selber schuld. Bin ich anderer Meinung. Ich möchte das hier mal demonstrieren. Es geht heute um Copy und Paste mit Duplicity und die daraus entstehenden Sicherheitsprobleme. Gut, Duplicity, da will man was sichern. Ne? Duplicity, zum Beispiel das komplette Home-Verzeichnis mit unseren eigenen Dateien aller Nutzer. Und dann wohin damit? Ne? Jetzt kommt's. Das soll auf einen FTP-Server, ne? Und der ist nicht immer unter eurer Kontrolle. Euch wird vielleicht ein FTP-Server bereitgestellt von irgendeinem kostenlosen Diensteanbieter. Und wenn der nicht so nett ist, wie er tut, dann könnte Code ausgeführt werden, wenn ihr den Pfad, der euch zur Sicherung bereitgestellt wurde, einfach per Copy und Paste hier einfügt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen mal einen FTP-Server hier lokal auf meinem Rechner. Ich habe jetzt hier mal auf meinem lokalen Rechner die Internetverbindung getrennt, damit hier nichts passiert. Denn den FTP-Server, den ich hier kurzfristig mal mit TwistD aufsetze, ist nicht besonders sicher, geht aber hier fürs Video schmerzfrei. Ne? So, ich habe also einen FTP-Server. Normalerweise wäre dieser FTP-Server im Internet, würde euch bereitstellen einen Speicherplatz und ihr wolltet darauf sichern, verschlüsselt mit Duplicity. Ne? Dafür ist es ja da. Ne? Sachen zu verschlüsseln, ne? Zum Beispiel euer Home-Verzeichnis und abzuspeichern auf einem fremdkontrollierten Rechner verschlüsselt. Das tut's auch. Ja. Problem ist meiner Meinung nach Copy und Paste des Pfades, ne? Der euch bereitgestellt wurde. So, hier haben wir jetzt mal den FTP-Server. Gut, ich habe jetzt kein FTPS-Secure, sondern nur lokal. Nun, hier wäre jetzt euer Backup-Ordner, in den ihr sichern dürftet, bereitgestellt von eurem Internet-Provider. Ich habe das jetzt mal gut sichtbar gemacht. Normalerweise würde ein Angreifer so einen Pfad geschickter wählen, ne? Euch einen geschickter gewählten Pfad bereitstellen, auf den ihr sichern könnt. Wie ihr seht, ist da ein senkrechter Strich drin. Ziel des Angreifers wäre, den Backup-Pfad so geschickt euch bereitzustellen, dass auf dem lokalen Rechner, auf eurem Rechner, ein bestimmtes Programm ausgeführt wird. Ich nehme hier das harmlose Programm X-Eyes. Und jetzt kommt Problem. Ja. Ihr wollt in diesen Backup-Ordner, wo zum Beispiel schon eine Testdatei drin ist, ein Backup machen. Was würdet ihr tun? Na, normalerweise sind die Pfade nicht so kurz. Die sind ganz furchtbar lang und weil wir alle faul sind, würden wir den Backup-Pfad uns kopieren. Ja, den Backup-Pfad uns kopieren. Einfach den Backup-Pfad kopiert. Ne? Und der wäre normalerweise viel, viel länger und nicht so offensichtlich. Und dann sehe ich darin die Gefahr, den hier einzufügen. Ne? Gut, jetzt müsste ich natürlich noch den Hostnamen da rein kopieren. In dem Fall Localhost, mein eigener PC, Port 2121 für FTP. Und der Pfadname wäre Backup, senkrechter Strich, XIS. So, das kopiere ich ein und das ist eigentlich da, wo ich das Problem sehe. Hier sagt sich das Duplicity-Theme, was man hier selber eingibt, da ist man selber schuld. Nun, ihr seht das vielleicht gar nicht. Normalerweise ist dieser Pfad vom Angreifer geschickter gewählt, euch ein scheinbar harmloser Backup-Pfad zur Verfügung gestellt und dass sich, wenn man mit Duplicity jetzt ein Backup macht, plötzlich sich lokal das Programm X-Eyes
ein harmloses Programm startet, ist euch wahrscheinlich gar nicht bewusst. Vielleicht ist der Pfad so lang, dass er umgebrochen wird und geschickter gewählt. Der senkrechte Strich wäre vielleicht in einem Wort versteckt, sieht aus wie ein L oder I. Ihr könnt euch vorstellen, Hacker haben da gute Ideen. Enter. So, Passwort for non. Jawohl. Und schon hat sich das Programm X-Eyes gestartet. Ne? Schon ist es passiert. Gut, also ich sehe grundsätzlich das Problem, dass durch Copy und Paste oder eine grafische Benutzeroberfläche, falls es denn eine gibt, die das automatisch macht, ne, dass ihr einen Backup-Pfad wählen könnt, der Backup-Pfad wird automatisch eingesetzt, dass dann Duplicity jedwede Ausführung von Kommandos ermöglicht. Ja, anstatt des harmlosen Programms X-Eyes hätte jeder Terminalbefehl ausgeführt werden können. Und das Duplicity-Team sagt sich, hättest du ja sehen müssen, schließlich hast du es selber da reingefügt. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ja, da kommt es gleich noch einmal. Ja, gut. Und jetzt will er erstmal anfangen zu sichern. Ja, das passiert schon beim List, ne? Noch bevor ich überhaupt hier irgendwas gemacht habe. STRG-C abbrechen. Ein grundsätzliches Problem. In dem Patron-Skript, selbst in der gepatchten Version, ist es so, an dem führenden FTPS entscheidet sich Duplicity dafür, falls installiert, das Programm LFTP zu nutzen. Und das ruft mit dem Parameter -c ein, ja, ein Kommando auf, das genauso ausgeführt wird wie auf der Shell. So, sagen wir mal bei List einfach mal gucken, welche Directories sind auf dem entfernten Server, wird das hier auf die Shell gegeben und Duplicity führt dieses Shell-Kommando aus. Hier wird nämlich einfach der Remote Directory Pfad eingesetzt, ne, und zwar hier an dieser Stelle. Ja, hier sagt man LFTP Kommando Source ist ja ein temporäres Verzeichnis, wo euer Home-Verzeichnis ist. Und wohin damit? Ja, und da will er mit Semikolon und alles schon drin, ne? Ja, wir hatten schon mit Parameterinjektion, ist hier gar nicht mehr notwendig, ist alles schon vorbereitet, wunderbar. LS einfach nur das Directory, hier in dem Fall vom Backup X-Eyes ausgeben. Ne? Er will einfach nur dieses Verzeichnis anzeigen, so wie ich das hier tue, um den Inhalt zu sehen. Und dabei wird der Remote Directory Pfad hier einfach eingesetzt. Durch dieses kleine Trennzeichen, ne, ihr kennt es, Pipe-Befehl, ne, wird daraus ls-backup, was es gar nicht gibt, macht aber nichts, und ls-backup umleiten die Ausgabe zum Programm X-Eyes. Ne. Gut, dieses Pipe-Symbol sorgt dafür, ja, startet das Programm X-Eyes. Ne. Schließlich soll die Ausgabe von ls-backup, ne, also zeige das Directory an vom Backup und was dabei rauskommt, gebe weiter an das Programm X-Eyes und dann muss natürlich X-Eyes gestartet werden und dadurch startet der Angreifer sein beliebiges Programm und hier sieht dann sich Duplicity nicht so wirklich in der Pflicht und sagt mir so, du reitest auf toten Pferden rum, schreibst auch selber um und so weiter. Nun, ich sehe ein bisschen anders, ihr vielleicht auch. Ich wollte nur mal darauf hingewiesen sein, haben, dass es vielleicht nicht so pfiffig ist. Momentan, ja, zum Zeitpunkt dieses Videos, egal ob ihr die bereits gepatchte Version von Duplicity benutzt oder noch die alte, wahrscheinlich habt ihr noch die alte Version drauf, die sogar jedes Kommando ausführt und nicht nur über die, ja, über den kleinen Umweg mit dem Pipe-Symbol. Ja. Im Moment habt ihr wahrscheinlich sogar noch die ältere Version drauf, die alles per Semikolon braun und ungebremst ausführt. Gut, wollte ich nur mal darauf hinweisen. Und selbst die gepatchte Version lässt solche Konstruktionen noch zu, weil das Team von Duplicity anderer Meinung ist, überlastet ist und mir sagt, reit nicht auf toten Pferden rum oder schreib's selber. Ich habe mir gedacht, schreibe ich doch lieber mal oder mache ich doch mal lieber dieses Video. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Seid vorsichtig bei Copy and Paste, bei Duplicity. Das Einfügen eines Pfades kann ungewollt Kommandos ausführen.
Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.